Hey na, was geht? Willkommen zurück hier bei Planet Crafter. Yes, ja. Was machen wir denn eigentlich? Wir wollten hier Bauernhöfe machen. 2x2. Und für die Bauernhöfe brauchen wir Bienenlarven. 2, 4, 6, 8 Stück brauchen wir. 2, 4, 6, 8. Dann brauchen wir 4 Wasserflaschen, 4 Superlegierungen, 4 Dünger 1, 4 Dünger 2. Eins, zwei, drei, vier. Den Rest haben wir hier leider nicht. Eins, zwei, drei, vier. Ja, Tatsache, aber wir sollten ja im Grunde genommen alles hier haben. Zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Cool. Achso, die Kakaopflanzen haben wir hier reingemacht. Alles klar, alles klar. Wir brauchen noch Eisen für das Fundament. Alright, Freunde, dann können wir ja loslegen. Zack, 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 zack. Schön, dass das alles funktioniert auf Anhieb. Die Bauernhöfe. Ich dachte, ich habe die falsch rumgebaut. Aber nee, ist alles. Orbitalschlag incoming. Hallo. Was abstauben will ich schon, obwohl wir es ja nicht mehr brauchen. Seien wir mal ehrlich, wir sind jetzt nicht darauf angewiesen, hier auf Billo alter Superlegierung vom Boden zu fegen. So, ja, mir wurde gesagt, ich soll mal gucken, die andere Spezies finden wir wahrscheinlich am ehesten, wenn wir durch Portale gehen. Ich weiß, ihr seid übelst Fan der Portale. Lassen wir das einfach so stehen.
So. Bakterienprobe können wir nach oben bringen. Froscheier werden nicht geholt. Ja, logisch. Weil, warum eigentlich nicht? Ich versuche gerade hier einfach ein bisschen Ordnung reinzubringen. Auch wenn das nur unsere Auffüllcontainer sind, macht das trotzdem Sinn, wenn wir da ein zumindest geringes Maß an Ordnung drin haben. Einfach nur für uns. Weil wenn wir mal was suchen, ist es schon besser, wenn wir das irgendwo auch finden können. Ich glaube, so ist gut, oder? Alright. Okay, also wir haben jetzt die Felder angelegt, die wir noch anlegen wollten. Wir haben noch zwei Auberginen. Die schmeißen wir jetzt einfach hier mit rein. So, hier sagen wir noch Angebot Weizen. Hallo? Und hier ist Angebot Kakao. Oder wie viele meiner damaligen Kindheitsfreunde immer gesagt haben, Kaukau. Aber es gibt so ein paar Wörter, die sowieso irgendwie jeder von uns, glaube ich, falsch ausspricht. Ich warte gerade, dass das hier abgeholt wird, dann können wir die Bakterienprobe einfach hier mit reinmachen. Und dann ist das schicki. Ja, Kakao. Heißt es ja mit einem O, Kakao. Genauso wie Kokosnuss. Kokosnuss. Und jeder von uns sagt Kokos. Kokos. Die wichtigen Dinge, über die man sich Gedanken machen sollte. Haben wir eigentlich, warte mal, für Seide? Hier wird Seide abgeholt. Ja. Und hier wird Tuch hergestellt. Sehr. Warum wird denn da so viel von. Hallo? Hallo? Ich will's nicht benennen! Okay. Das sind 8 Terra-Token. Wie viel? 6 Terra-Token. Vielleicht siedeln wir um auf Stoff. Hier draus kann man nicht trinken, aber wir können in den versteckten Teich unter dem Teich. Ich lieb das, ne? Okay, ich wollte aber von unten Schmetterlinge mitnehmen. Hundert, 250. Zweihundert.
Okay, nehmen wir den 300er. Denn wir haben ja in dem Schmetterlingsteil noch etwas Platz. So. Mein PC macht mir mehr und mehr Sorgen, um ehrlich zu sein. Aber das ist ja alles schon in Arbeit. Gut, also ihr habt euch gewünscht, dass wir da durchgehen. Ich würde aber gerne vorher mich um ein paar Sachen kümmern. Zum einen, wir wollten mehr Tierstreuraketen. Wir wollen wieder auf 10.000 kommen. Eine ist 17.500, da sind zwei 25.000. Das heißt, zwei sind 25.000, vier sind 50.000 und acht sind 10.000. Das wäre die Pflanzenrakete. Das heißt, sieben Stück brauchen wir. Sieben Stück. Das klingt erstmal nach viel. Ist es auch. So, Tiere. Tiere, Tier. Ach, genetische Materialien müssen wir da einfach reinschmeißen. Und was haben wir noch? Mutagen 2 und kann ich nicht erkennen. Oh. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich extra schon da hingelegt gehabt, extra vorbereitet, weil ich das genau wusste. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Puh. Sechs. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Immer vier. Fünf, sechs. Vier, fünf, sechs. 1, 2, 3, 4, 5. Wait, what? 5, 10, 15. Bin ich doof oder was? 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sind 3 Stück. 1, 2, 3, 4. Fünf, sechs. Okay, da haben wir erstmal vier. Keine Sorge, den Rest holen wir gleich. Ach so. Wir brauchen ja noch, was, damit die fliegen können. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wir können eh nur vier starten. Perfekt. Perfekt.
Okay. Drei Stück müssen wir noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 5, 6, 5, 6, Nummer 2. Ich gucke natürlich, dass ich irgendwie alles nehme, was so doppelt ist, ne? Okay. Und damit sollten wir dann hier auch ordentlich geboostet haben, sodass unser Terraforming-Index hoffentlich weiter steigt und schneller steigt. Majestätisch. Die Rakete. Und so. Okay. Lass mal gucken. Woran hapert es denn am meisten? Sauerstoff bewegt sich ordentlich, Biomasse bewegt sich ordentlich, Wärme und Luftdruck. Luftdruck hatten wir ja schon. Ja, ist schwierig. Hab ich mich ganz dezent aus Versehen verrechnet. Wir könnten natürlich einfach gucken, dass wir von allen nochmal 10 Raketen in die Luft schießen. Ist wahrscheinlich das Simpelste, ne? Und das Gute ist, dass wir dann halt auch was machen mit unseren ganzen Rohstoffen. Weil mittlerweile haben wir so viele Rohstoffe. Und wir machen gar nichts mehr damit. Okay, dann fangen wir mal ganz blöde an, einfach mit Pflanzenraketen. Superlegierung, Dünger, Lirmasamen, Baumrinde. Alright. Heute wird eine raketenhafte Folge, Freunde. Wir werden ordentlich Raketen in die Stratos-Himmels-Dingsphäre schießen. Superlegierung brauchen wir. Eine Rakete. Zwei Raketen, drei Raketen, vier Raketen, fünf Raketen. Nope. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann brauchen wir Lirmasamen. 1, 2, 3, 4, 5. Und Baumrinde. 1, 2, 3, 4, 5. Wie kommt man eigentlich an Lirmasamen und so? Können wir die auch nur finden? Ich meine, da finden wir in Wracks unfassbar oft welche.
So. Pflanzenrakete. Majestätischen Raketen steigen empor und eröffnen die Zukunft für die Menschheit. Ach Mensch, jetzt habe ich vergessen, wir wollten ja die anderen auch gucken. Pflanzen haben wir. So. Sauerstoff, Insekten. Ist halt die Frage, wir brauchen Luftdruck und so ein Shit. Da macht's mehr Sinn, wenn wir für den Rest tja. Ja, für Wärme und so müssten wir halt. Das ist so doof, ne? Weil es gibt. Doch. Asteroiden und Magnetfeldschutz. Asteroiden. Und wir müssen mal gucken, ob wir diese. Wir dieses Teil nicht einfach näher bei uns bauen können. Die Startrampe. Wo kann man das denn hinsetzen? Hier hinter. Warum geht das nicht? Das wäre doch perfekt. Das ist immer der Klassiker, ne? Wenn man das dann nicht mal mehr dahin bauen kann, wo es vorher stand. Das ist doch ficky fucky, Alter. Perfekt, einfach super. Genau so wollte ich es haben.
Luftdruck. Oh, das ist easy. Superlegierung und Silizium. Sizilium, sorry. Das können wir. Schade, ich dachte, ich kann das trinken. Superlegierung und Sizilium. 1, 2, 3. Achso, 2 Stück brauchen wir. 2, also 1, 2, 3, 4. Komm, machen wir 5 auch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir wissen ja noch, dadurch werden Kometen und so ein Scheiß wird da alles angezogen. Aber, ja. Schnick, schnack, flick, flack. Alles wie geplant. So, und jetzt hoffen wir ja, also der Terraforming Index oben ist jetzt auf jeden Fall auf 3,01 TTI, was definitiv schon ein bisschen mehr ist als das, was wir vorher hatten. So, Luftdruck haben wir jetzt gemacht. Es tut sich auf jeden Fall mehr als vorher. Asteroiden-Anziehungsrakete. Davon 5 Stück. Und dann haben wir in dieser Folge wirklich ordentlich was gemacht. Superlegierung Kobalt. Das ist ja, also, Freunde. Superlegierung und Kobalt. Da können wir auch direkt 5 losschießen. 1, 2, 3, 4, 5. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Alright. Ja, wir machen natürlich da den Planeten jetzt ein bisschen zu einem Bombenkrater. Aber das ist ja alles im Namen des Fortschritts, Freunde. Das dürft ihr ja niemals vergessen. Wir sind quasi ein moderner Nikola Tesla. So. Wie schaut's denn?
Wir haben einen Luftdruck. Ja, da müssen wir vielleicht ein paar Sachen noch wir könnten Maschinenoptimierer schwierig. Also Strom haben wir ja massenweise. Das heißt, wir können auf jeden Fall uns für die nächste Folge schon mal markieren. Wir wollen Bohrer bauen und wir brauchen Heizung. Wahnsinn, Freunde. Trotzdem haben wir einiges geschafft. Einen Haufen Raketen haben wir gebaut. Sagen wir es so, wie es ist. Ja, für die Wissenschaft, für den Fortschritt, für Narnia. Hinterlassen wir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Und dann sehen wir, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Aber für den Bohrer brauchen wir 2 Superligiumstäbe, 1 Osmiumstab, ne? So wie ich das sehe. Das geht eigentlich. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.